Hallo und herzlich willkommen wohl zu diesem stärksten Achtelfinalspiel, was es jetzt gibt. Ein großer Italien gegen einen großen Stinkefinger aus Spanien. Und die gehen am Montag, am 27.06.2016 um 18 Uhr im Stade de France in Paris in Saint-Denis statt. Und ja, Italien wurde einfach mal... Ja, von gegen wen haben sie nochmal verloren? Gegen Ungarn war das, glaube ich, ne? Ja. Das war ja auch mal eine Sensation, alter Junge. Aber immer noch die einzige Sensation, die hier immer noch ist, ist, was war das mit dem Stinkefinger von Piqué? OMG, alter Mann. Was war das schon wieder? Du hast schon wieder deine verfickte Cheat-Engine an, Alter. Oder? Wieso denn? Was war das? Ja, komm, Alter. Was war das für ein, komischer Pass auf einmal von meinem Torwart gewesen? I don't know. Ja. Frag ihn doch. Wieder jeden ausfummelt, Alter. So Cheat Engine mäßig, das geht gar nicht, Alter. Das ist einfach mad. Nein, das hat nichts mit mad zu tun, das hat einfach was mit Cheat Engine zu tun. Boah. Jetzt lauf doch, Candera, Alter. Ah, okay. Das war jetzt ein bisschen voraussehbar. Oh, Pele! Oh, jetzt. Echt jetzt, Alter. Pele kommt nicht nur 2 Sekunden zu spät an den verdammten Ball, Alter. Alter, ich krieg den. Morata geht einfach weg. Wo ist da mein Spieler, Alter? Foul. Was macht der Rossi dort, Alter? Pelé, Alter! Ach, jetzt komm, hör doch auf, Alter. Wie kann Pelé denn da auf einmal vor mir sein, Junge? Ja. Pelé. Ach, komm, jetzt Sergio Ramos ist doch nicht schneller, Alter, Junge. Jetzt fick dich doch, Junge, du mit deiner scheiß Cheat Engine. Ach, hör auf zu blügen, Alter, Junge. Und Ramos hat einfach 80. Ah ja, genau, der alte Fabregas ist auch einmal mal schnell, ey. Da! Schon wieder, Alter. Cheat Engine an, Alter. Nimm den Ball ab, es wird gegen mich gepfiffen, Alter, Junge. Ey, also, offensichtlich hier kann es schon gar nicht mehr sein. Ich bin der Freischuss hier von Fabregas. Okay, verstehe ich, dass es Abschluss gibt. Ja, natürlich, ich habe dich doch angespielt. Echt jetzt? Ja. Da war schon nicht so aus, ey. Ja, weil du auch ein Blindfisch bist, Alter. Weil Mesut Özil auch dein Bruder ist, Junge. Ja, Alter. Schön wär's, wenn du mein Bruder wär, Alter. Dann wenn ich wenigstens Fame. Könnte den YouTube-Kanal. Du bist nicht mal mit ihm Fame! Das gibt's nicht, Alter. Und dann könnte ich einen YouTube-Kanal aufmachen, dann hätte ich mehr Spaß. Das sage ich jetzt nicht. Die Italiener zeigen ja wieder gar nichts, Alter. Die stehen bloß hinten.
und jo, gucken, was die anderen so machen, was sie so auch machen könnten. Wollen von den anderen abschauen. Ach, er düst schon wieder, Alter. Ja. Nein, nein, nein. Er ist halt ein Rechtsverteidiger, ne? Also mit, so mit Schießen hat er es nicht so wirklich. Also nicht so mit gezielten Schießen. Alter, voll aufgehalten. Voll gefault hier. Morata, schlechte Ballername. Italien hat hier schon ein wenig zu kämpfen, aber gegen eine gecheatete Mannschaft ist das halt auch ganz normal. Da ist auch der Bartträger hier mit seinem schönen Trikot auch nichts anderes. Ja, Italien, Spanien, Italien definitiv die stärkere Mannschaft, auch besser in die EM reingekommen als Spanien, die ja sowieso halt einfach nur aus den totalen Luschen bestehen. Also von daher wissen wir Bescheid. Da muss man natürlich jetzt auswechseln. Da wird eine Flasche gegen die andere Flasche ausgetauscht. Eieieiei. Wer kommt denn jetzt rein? Ich habe nichts verstanden, weil wir in einem italienischen Ding sind. Njolti, hast du reingeholt oder was? Nein, Aduriz. Aduriz, okay. Weil Aduriz auch so eine Flasche ist oder was? Weil der mehr drauf hat als deine gesamte Mannschaft. Da guck mal, da kann ich mal ein paar spielen, Alter. Die sind schon so auf Rille vom italienischen Wein. War nix. Ja, ich wäre auch so rangekommen, aber juckt halt kein. El Vino Blanco in El Vino, was weiß ich. Ja. Alter, was für ein Ding von Eder, Alter. Der Eder. Meister Eder, Alter. Den wird er nicht mehr kennen, unser Markus. Wenn ihr Meister Eder noch kennt, dann schreibt es in die Kommentare, wer war Meister Eder. Ich dachte, dort ist keine Glotze. Nur Spaß. Meister Eder ist wie soll ich sagen? Naja, ich will nicht zu viel verraten, aber wer Meister Eder noch kennt und aus welcher Serie, sage ich jetzt mal so, aus welcher bekannten Kinderserie, der kann es gerne mal reinschreiben. Ich hab die so geliebt als Kind. Ja, guck, für das habe ich ja Aduriz. Sich hier durchsetzen, aber dann ist er doch zu langsam. Kann ich ihn nicht wieder zurück einwechseln, ey. Ja, hau mir. Hau mir in die Knie, Bub. Und das gibt rot. Ach, Quatsch, Mann. War nichts gewesen, außer mit Soße. Kelb, so unverdient, Alter. Alter Buffon. Wie langsam sollte der Ball denn bitte schön noch kommen, Junge? Das kann nicht wahr sein, Alter. Wer war denn das? Stadion, kein einziger Ton. Nur Lito mit dem 1:0. B
Pelé, Alter! Wie kann man so. Oh, wie kann man sich so hart gönnen, Alter? Wie kann man sich so hart gönnen? Wie kann man sich nur so hart gönnen? So schlecht, Alter, der Torwart, so schlecht. Deswegen will ich ihn auch keine haben, Alter. Außer du, weil du auch so schlecht bist. Echt Chiellini, Alter, Mann. Chiellini. Hab ich doch gesagt. Du hast Chiellini gesagt. Ach, wenn du nicht mal richtig die Namen aussprechen kannst, dann sei bitte ruhig. Ja, ja. Hallo, ich hab doch den Ball schon gehabt, Alter. Er und seine scheiß Cheat-Ende. Ja, weil er mich halt fault auf den Außen jetzt reingeht. Aber nichts gewesen, Alter, außer Spesen, ja. Ja, weil du es geahnt hast, ne? Mhm. Er kam ja auch zu spät, Alter. Alter, ich komm schon wieder nicht durch. Jetzt aber mal. Alter, wieso? Ja! Jetzt! Ja, Meister Ede. Boah, Alter, das gibt's nicht, Alter. So schön gespielt, Junge. So schön gespielt. Wie kann er sich so hart gönnen, Alter? Bei mir wäre er durch Markus Cheat Engine einfach wieder reingegangen. Der hätte ihn wieder reingemacht. Ja, Ich weiß es ganz genau. Durch Markus Cheat Engine wäre dieser wieder definitiv reingegangen. Mhm. Weil er es sich nur so hart gönnen kann. Mhm. So, hast du auch was zum Auswechseln? Mhm. Bei mir gehen ein paar. Ein paar? Sind die schwul? Naja, so schwul wie du nicht. Aber der Moppelchen kommt. Und Motti Totti. Und El Shaarawy. Der leider mal richtig durchgestartet ist. Und dann war auf einmal Schluss gewesen mit ihm. Keine Ahnung wieso. Und dann kam Neymar. Immobile bringt er. Alles klar. Die verrauchte Kure. Oh, Abstoß, Alter. Das kann ich nur sagen. De Gea. was macht El Shaarawy da, Alter? Ja, Mann! Oh. Was? Wieso geht der denn da nicht hin und schießt das Ding rein, Alter, Junge? Das gibt's doch nicht! Alter, wie verfrüht schießt du denn bitte? Du schießt einfach so verfrüht, verkackst deswegen. Was? Es hat sich auch keine angeboten, Alter. So, Konter.
Alter! Zwei-Null. Nice. Ja, wer so ein Swaggy-Ding einfach nur machen kann, ist sowieso ein schwuler Bob, Alter. Ja, auch noch in der Nachspielzeit. Also ich bin dafür, dass keiner von beiden gewinnt, weil halt einfach nur schlecht. Bis dann, liebe Zuckerfreunde, und haut rein.